Und Bavaria Weinheim meinte es ernst. Die Odenwälder Trachtenkapelle, die heute das Programm begleitet, ist auch schon eingetroffen. Die Odenwälder Trachtenkapelle eröffnet den heutigen Abend. Dem eigentlichen Heimatabend, er steht im Zeichen der bayerischen Tradition. Er soll den Zuschauern bayerisches Brauchtum, sprich Tänze und Schuhplattler, vermitteln. Er gewährt auch einen Blick hinter die blau-weißen Kulissen. Lassen Sie sich also überraschen, was der Rhein-Main-Gau alles zu bieten hat. Helmut Blessing, erster Vorstand von Bavaria, hat das Wort. Wir sind stolz darauf, unser hundertjähriges Vereinsjubiläum feiern zu können, feiern zu dürfen. Und es wird uns auch ein Anlass sein, weiterhin unseren Verein aufrechtzuerhalten, um Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, irgendwo, irgendwann mit bayerischem Brauchtum erfreuen. Einmarsch des Festvereins. Krakler bringt die Grüße aus Bayern. Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Trachtenfreunde, liebe Gäste, im Namen des Deutschen Trachtenverbandes darf ich die herzlichen Grüße der gesamten Verbandsleitung aus München, den Jubelfreien der Bayer Weinheim überbringen und auch zum 100-jährigen Bestehen die
herzliche Glückwünsche begrüßen. Ich möchte ganz besonders im Gottfried Wegerer für den Rhein-Main-Gau. Unseren Vorsitzenden des Deutschen. Der Jörg Kellerer. Ich komme aus München, bin aber kein echter Münchner, sondern ein Zurorster, wie man so schön sagt bei uns. Ich komme aus Tirol, aus Lienz in Osttirol. Kennt es jemand? Ja, sag einmal. Ihr kennt es wahrscheinlich besser wie ich. Nieder, Liebersbach in Hessen mit einem Volkstanz. Und dazu wünsche ich jetzt gute Unterhaltung. Auf geht's. Jawohl. Die Gautruppe in Aktion. Pfälzer aus Hessen bei Kerpe mit Volkstänzen. Thank you.
Die Maultrommel, auch ein fast bayerisches Instrument. Mainz-Weißenau mit dem Kronenhans. Das ist eine echte bayerische Traditionsparade mit Jodler und dem Echo. Thank you.
mit einem Figurentanz mit Blattler-Einlagen.